So, da sind wir bei Condemned 2. Weiter geht's. Immer noch in der Black Lake Lodge auf der Suche nach dem letzten Detonator, der verdammt nochmal extrem gut Verstecke spielen kann, dafür, dass er keine Beine hat. Respekt. Also ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ich weiß, man muss dem Kabel folgen, aber irgendwie führt das nirgendwo hin. Ich weiß, ich nehme erstmal einen guten Schluck, denn mein Alkoholpegel ist zu niedrig bzw. nicht existent. Wir müssen das Ding finden, um an die Bombe ranzukommen, um unseren Arsch zu retten und wahrscheinlich den Arsch von vielen anderen Leuten hier im Haus, also SCU-Agenten, den ich noch nicht ins Gesicht geschossen habe. Ja, man muss halt differenzieren. Also den da unten, den kann nicht mehr wirklich jemand helfen. Ich meine, oh, du hast mit einer Waffe auf jemanden geschossen und hast einen ins Gesicht Oh, das ist traurig, aber du hättest auch kein Arschloch sein können. Hätten wir die ganze Sache umgehen können. So, ich pack mal hier mein blaues Licht aus und ich muss sagen, ich bin begeistert, dass wir seit Anfang des Spiels blaues Licht haben und weder ich noch irgendjemand in den Kommentaren bisher einen Rambo-Joke gebracht hat. Es muss die längste Zeit ever sein. Ey, Bison. Ugh. Wie siehst du denn aus? Ist der verrottet oder einfach nicht attraktiv bei blauem Licht? Was eine interessante Art ist, durch die Blume zu sagen, dass du potthässlich bist, aber okay. Wenn sich jemand abgeschnittene Tierköpfe an die Wand hängen will, dann soll er das tun. Nur fernbleiben von mir. Echt jetzt? Auch kein Kung-Fu-Crosskick? Nein, nein, bringt nicht. 20. Tatze, 20. Sind da 20 Bären drin? Oh, fuck. Bitte nicht. Vielleicht kann ich irgendwie hier durchgehen, durch die Wand oder so. Ist ja öfters mal, dass die Wand dann offen ist. Hallo? Beziehungsweise wir können raus. Oh. Auf den Balkon raus. Der Wind sollte mir nicht wirklich gefährlich werden. Und da kannst du rüberspringen, wie eine junge Gazelle. Aber das kleinste Loch kannst du nicht überqueren, weil du in deinen Gedanken einen Geisha-Rock anhast oder was? Ich habe keine Ahnung, was in deinem Kopf vorgeht. Ich will es gar nicht wissen. Du siehst immer wieder weirde Leute mit Masken. Oh, hier. Gut. Na ja, damit. Und weg. Heilige Scheiße. Was? Okay, das sagst du mir jetzt? Wenn ich mich beeilen sollte, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich halt die nächste als letztes gemacht. Aber gut. So ein bisschen Joggen schadet nicht, Mr. Bison, oder? Wäre auch dein Traum, Beine zu haben mal wieder. So, mein einziges Problem ist jetzt, wo zur Hölle geht's nochmal in Hauptraum. Kommen wir hier zurück? Jein. Es speichert zumindest, aber das heißt nichts. Es ist halt irgendein Speicherpunkt. Das Haus hätte einfach mehrere Speicherpunkte, wo man einfach durchlaufen kann. Oh, Fernseher. Kriegen wir die News rein, oder? Kein Scheiß. For 18 hours now. We're offering a reward for information leading to the return of our van and also our cameraman, Ben Feist. Please notify the authorities immediately if you have any information regarding this unfortunate event. This is City News. Das hat ein bitteres Ende genommen. Mal sehen, ob wir von denen jemals wieder hören sollten. Okay, keine komischen Männchen, die draußen im Schnee rumlaufen. Gut, freut mich. Theoretisch muss ich ja einfach nur den Dingern zurückfolgen. Müsste ich ja irgendwann... Ah, genau. Stimmt, ich erinnere mich an einen komischen Rehkopf. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Klar, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ah doch, genau. Hier. Da geht's doch zur Haupttür irgendwie runter. Dann bin ich mal gespannt. Zuallererst mal, ob wir alleine sind. Und vor allem, wie wir die verdammte Bombe entschärfen müssen. Oh Gott. Das kann ja nur in die Hose gehen. Rosa, I'm back at the detonator and you're right. It's counting down. Okay, quickly describe it to me. There are a couple possible configurations. Ja. Ja. Kanister, zwei Kanister.
Okay, gibt's noch irgendwas? Was haben wir hier? Buttons sah aus wie eine shitty Textur einfach nur, aber okay. Wir haben 3 blinkende Lichter. Und wir haben die Verbindung hier, oder was brauchst du noch? Shit! Dämonenkopf? Fucking Oni? Nein? Ah, hier. Wo kommt die Energie her? 12 Volt? 120 Volt. 120 und 12. Yes. What? Oh, zu langsam. Shit. Okay, ich habe mir leider ein bisschen zu viel Zeit gelassen, aber jetzt weiß ich zumindest mal, wo die Punkte sind. Und im zweiten Versuch sollte es ja dann relativ gut klappen. Rosa, I'm back at the detonator and you're right. It's counting down. So. Okay, quickly describe it to me. Oh, jetzt sieht's auch nicht mehr so seltsam aus. Es sind 3 blinkende Lichter gewesen. Es sind 2 lange, ein kurzes. 2 Kanister. Boni. Immer noch die gleichen. Yep. Nicht random. Got it. Let's see. Okay, according to the information you sent me, you need to cut the cable on the right. I'm pretty sure of it. Okay. Das A, das wohl nach rechts führt. Rosa, the detonator's been deactivated. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Ich habe meine Eier noch, ich bin glücklich. Gut, dann schauen wir uns nochmal. Das ist die Bibliothek. Okay, das ist traurig. Für 25 Bücher haben wir gekämpft. Okay, dann geht's noch weiter. Da war jemand schon aktiv, wie es aussieht. Oder Van Horn war einfach schon mal ein Chaot und so sieht halt seine Bibliothek aus. Spinnenweben überall. Zeug liegt auf dem Boden. Ich soll aber nach unten gehen auf dieses gewaltige Bärenfell. Mich erstmal eine Runde vom Kamin regeln. Das so eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Den Alk lasse ich mal da, falls wir in eine Schießerei kommen sollten. Weißt du was, wir haben mehrere Flaschen. Also ein bisschen vorglühen kann ich schaden. So, dann schauen wir doch einfach mal, was du in deinem Rechner hast. Computer is asking, what makes me special? It sounds like a password request. No shit. What makes me special? Ja, deine Stimmbänder, Digga. Possible passwords. Vocal cords. Ja, ich habe aufgepasst. So ein bisschen. Hello, Ethan. My future is uncertain, and so I leave this message to you. I made a promise to your parents long ago. But under the circumstances, I must break that promise. Your life, the real truth, was never to be revealed. But times have changed, and I fear danger has come to you like it has come to me. When your parents defected from the Oro, they were hunted down and killed. Your identity remained a secret, and only I knew of your existence. But that is no longer the case. The Oro has reached new levels of power, and they suspect your potential and will, no doubt, see you as a threat. Now, I know foster homes were tough on you, but it was necessary to try and maintain anonymity. I hope you understand that I did my best. To complicate matters, my nephew, the person you know as SKX, just recently found hope in the Oro. This was never my intention. In fact, I've spent the majority of my life opposing the Oro. They were responsible for the death of my wife and child so many years ago. This put my nephew and me at odds, resulting in the current state of my affairs. He will stop at nothing to become one of them. And this is why our paths are crossing once again. Be careful, Ethan. The Oro's power is intoxicating. Okay, ist ja gut, ich verstehe. Es geht um eine verdammte Sekte. Meine Eltern waren eine Sekte und ich kann Fuß Rodar oder was los? Was ist mit meinen Stimmbändern? Das hat sich immer noch nicht wirklich aufgeklärt.
Einzige ist, dass es ein bisschen erklärt, warum Leute nicht mehr her sind. Oh, komm schon. Ernsthaft? Ich hab doch noch Alk in mir. Selbst wenn man angesoffen ist und eigentlich gut zielen kann, ist die Sensitivity einfach nicht für Shooter ausgelegt, das merkt man. In die Hand vielleicht ein bisschen. Get it down. Oh shit, okay. Das sind noch ein paar mehr als einer, glaube ich. Hallo? Was habe ich denn noch drin? 15. Okay. Sollte ja eigentlich ganz gut klappen, wenn es nicht irgendwie noch 10 Leute sind. Ah, hier. Trotzdem nicht vollgeladen. Geh doch down, verdammte Scheiße. Schießen fühlt sich echt furchtbar an dem Spiel. What? Thomas, get in. When your pilot failed to check in, Rosa sent me a Oh, komm schon. Du bist für meinen Tod verantwortlich. Verdammte Scheiße, wie er reinkommt wie der Kool-Aid Man. Hello, kids. Heilige Scheiße. Du hättest auch die Tür nehmen können. Und dann vielleicht mit einer Waffe reinstürmen und mir helfen dabei. Das wäre cool gewesen. Aber gut, wenigstens kommt er vorbei. Trotzdem muss ich darauf achten, dass der schon kommt, auch wenn noch Gegner da sind. Das hat mir gerade heftig das Genick gebrochen. Nimm den Schluck. Komm schon. Ich bin unverwundbar. Oder so. Oder ihr zielt einfach scheiße. Ich habe keine Ahnung. Eins von beiden. Beides ist mir recht. Beim Saufen angeschossen werden, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was dir passieren kann. Läuft sie gleich aus der Kehle, Mann. Das ist nicht nur traurig, sondern auch Verschwendung. Komm schon. Bleib doch einfach stehen. Stirb wie ein Mann. Also wie manche Männer. Die falsche Entscheidung getroffen haben in ihrem Leben. Okay, ich höre auf jeden Fall noch irgendwelche Leute rumlaufen. Die Frage ist, wo? Okay, kommt von vorne an. Was habe ich nicht erwartet? Verdammte Ninjas. Oh, kommt schon. Heilige Scheiße. Ich find's immer noch schade, dass es dieses Spiel nicht auf PC gibt. Es wird die Shooter-Passagen einfach so viel spaßiger machen. Okay, 11 Kugeln. Das sollte ja erstmal noch kurz reichen. Hier sind überall Verbandskästen, sehe ich gerade auf den Schränken. Hat er Angst, dass er sich an den Seiten schneidet, oder? Da ist er wieder. Hallo. Ohne Sound vor allem. Das wird mich am meisten. Fuck off. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Oh, es war wunderschön. Bester Abschluss, den ich mir vorstellen kann. So. Jetzt. Ich musste den Leuten Assault Rifles ins Gesicht werfen. Oh, die ist voll am Sack. Okay, kann es sein, dass einfach immer mehr Gegner kommen? Das wird wahrscheinlich eher der Fall sein. Jetzt wundert mich. Es kommen irgendwie zwei mehr an oder so. Ich muss mich jetzt hier durchkämpfen und schön weiter rennen. Ja, wo jetzt? Hey, sehen! Ab geht's! Dorlan's agents are everywhere. I'm afraid to step outside my lab. If they find out I've been helping you, I don't know what they'll do. What about Farrell? Nobody knows where he is. He's just gone. Right now, Dorlan and his agents are acting as if nothing is out of the ordinary. And Commissioner is here, and he and Dorlan are acting like old college buddies.
I mean, the city is crumbling all around us. Riots, fires, murders, and now this? What's going on? I'm sorry. I'm just worried something bad is about to happen. I'm sure there's an explanation for all this. Why is the commissioner there? Apparently they found him. Found who? SKX. Near the old bowling alley in Trenton. As wild as this may sound, SKX can help us. Speak to him. Ask him why all of this is happening. If he's got something to say, I'll get it out of him. Dolan's men are there, and they're not letting anyone near the scene. Leave that to me, Rosa. I can get us in. How do I know you're not working with Dorlan right now? I've taken my last order from that asshole. Yes, Suda. LaRue is the only other agent I trust right now. There's nobody else. No one. We're on our own. Wäscht er da nebenbei seine Wäsche oder was macht er da? Ja, wildwichsend hin und her lenkt dafür, dass wir nur geradeaus fahren. Ja, okay, wunderbar. Mission completed auf dem Silver Level. Wir haben bekommen Toe Stomp und Nutcracker. Oh, das klingt wunderbar. Ich bin wirklich gespannt. Wir gehen direkt weiter in die nächste Mission. They're holding SKX in the bus. We need to act fast before they take him to SCU. I'll draw the two agents away while you sneak in. What about the guy inside? That's your call, but whatever you do, do it quietly. Sneaken. Ich. Leise bleib. Ohne Leute zu töten? Mit Schaufeln? Nee, komm schon. Du kennst mich nicht, Alter. Okay. Wir müssen wirklich reinsneaken, ohne irgendjemanden zu killen. Ja, ich kann Leute greifen, aber die Frage ist, macht es dann so viel Sinn? Dass ich eh nicht töten kann? Ja, sure. Here you go. Thanks. Heard there was a big ruckus up at Black Lake. Where did you hear that? Okay. Well, I don't know anything about that. Können wir irgendwie einfach rübergehen, wie es aussieht? Seid ihr ein bisschen blind? Also, was heißt bisschen? Heftig blind? Also, habt ihr Augen? Echt jetzt? So dick ist sein Brustkorb auch nicht. Muss ich auch noch gucken, da ich vorne rumkomme. Ihr macht's mir nicht einfach. Hier sollte ich nicht einfach durchgehen, glaube ich. Das ist keine gute Idee. Oder soll ich vielleicht einfach mal hinter denen laufen und den grabben? Einfach rein, einfach grabben. Shit, du bist ja mein Bro. Gott, wie ich es vergessen habe. Oh. Das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein bei der Lautstärke des Motors. Ich muss da rein. Aus dem Weg. Oh Gott. Oh Gott. Ey, wie ich verprügeln muss. Jetzt bin ich kein Kleingeld hab, Digga. Komm schon, ich habe ein Ticket gelöst. Das war gelogen, aber... Unfreundlich. Obwohl es irgendwie fast schon weiterging. Keine Ahnung. Wir probieren es einfach nochmal. Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Bin gespannt, wie es weitergeht. Freut euch auf eine neue spannende Folge Condemn 2. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Bis dahin, haut rein